Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Fallout 76. Nun, ihr erinnert euch sicherlich, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dass ich beim letzten Mal vom Server geflogen bin. Er hatte sich aufgehangen gehabt und ich kam an dem Abend auch nicht mehr so leicht ins Spiel rein. Und so habe ich es dann auf sich beruhen lassen. Ja, und jetzt geht es einfach weiter, frisch ans Werk. Wir wollten beim letzten Mal ja an die Responder-Datenbank, um ja unseren Status zu aktualisieren. Gucken wir einfach mal. Flatwoods kennen wir ja mittlerweile zur Genüge. So. Trading Post, Survival, Supplies, Assistance Stance. While he walks, wird er erschossen. So, an den Computer und los geht's. Ah, freiwilligen Status prüfen, por favor. Beep, 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 beep. Daten werden zur weiteren Analyse an Responder Cachers Terminal übertragen. Abgeschlossen. Freiwilligen Status wird in der Responder Datenbank aktualisiert. Abgeschlossen. Sie müssen ein weiteres Exemplar für die Responder abschließen, um ein voll ausgebildeter freiwilliger Responder zu werden. Kurs wird auf ihre externe Hardware übertragen. Abgeschlossen. Melden Sie sich bei Responder Delbert Winters, um weitere Anweisungen zu erhalten. Ihr erinnert euch, Delbert Winters war der Pastor, der tote Pastor in seinem, ja, Wohnkarawan. Oh, liegt da noch was? Kann man das lesen? Kostenloser Kochunterricht. Lesen wir mal. Kostenloser Kochunterricht für leckere Hausmannskost auf dem Parkplatz vor dem Gasthaus in Flatwoods. Pastor Delbert Winters leitet täglich Kochkurse. Kostenlos für alle Überlebenden. Lasst euch verpflegen und lernt, wie man auf die altmodische Art und Weise kocht. Ich dachte, halt geht man zu McDonald's oder zu Burger King in den McDrive oder in den Big Drive rein und sagt, ich hätte gerne 15 Cheeseburger, 30 Hamburger, dazu 5 Tonnen Pommes mit Mayonnaise und den Ketchup nicht vergessen. Und dann fährt man nach Hause und hat einen schönen Abend. Aber dass das so geht, Karte. Pastor Winters berühmtes Appalachie-Chili. Maismehlbrot. Quam-Burger. Definitiv aus Fleisch. Nun wahrscheinlich. Zumindest mit etwas Fleischgehalt. Rechte Maustaste. Weitere Einzelheiten und den Unterrichtsplan erfahrt ihr von eurem freundlichen Responder vor Ort. Wer will da was? Okay, warum habe ich die Sachen jetzt bekommen? Nachschlag. Da ist wieder eine weitere Kiste. Die gehört zwar nicht mir, aber ich loote sie trotzdem. Ich bin ja unverschämt. Warum bin ich so unverschämt, so unverschämt, so unverschämt? Ja, ich bin der Landvogt, Leute. So. Ich denke auch, dass wir relativ bald damit beginnen werden, eine kleine Basis zu bauen. Einfach um die ganzen Sachen endlich mal loszuwerden. Überlebensgeschichte Pastor Delbert. Haben wir das nicht schon gehabt? Okay, hören wir uns mal an. Reverend Delbert Winters. Bin direkt hier in der Stadt geboren und aufgewachsen. Hab den Respondern meine Kirche als Außenposten zur Verfügung gestellt. Gern geschehen, übrigens. Wisst ihr, die Responder haben eine wichtige Mission. Sie helfen den Leuten durch dick und dünn. Bis der Himmel sich wieder öffnet und uns alle aufnimmt. Halleluja! Als das alles passierte, dachte ich wie viele andere, die Zeit ist gekommen. Das ist das Ende. Aber das war es nicht, was? Wir sind noch hier. Erst dachte ich, es wäre ein Fehler passiert, dass wir übersehen würden. Vergessen. Vielleicht hatten wir gesündigt. Vielleicht hatten wir nicht genug für den guten Zweck gespendet. Oder in schweren Zeiten nicht genug den Namen des Herrn gelobt. Oder Gedanken gehabt, die sich nicht gehören. Also fragte ich ihn. Ich fragte, wie? Warum? Ich habe auf Erden für dich gekämpft und ich bin bereit, im Himmel an deiner Seite zu kämpfen. Dann sah ich in meiner Verzweiflung, wie ein paar Überlebende hinter einer Mülltonne eine rohe Ratte
solltet ihr erst braten, sagte ich. Das schien ziemlich naheliegend. Sie sagten, sie hätten es versucht, aber es hätte sie krank gemacht. Sie waren komplett verdreckt. Da wurde mir klar, dass ich einen Auftrag hatte. Von da an baute ich Küchen, kochte gutes Essen, gab jedem zu essen, der mit leerem Magen zu mir kam. Und ich war dankbar für diesen Auftrag. Dankbar. Beim nächsten Weltuntergang wird auch meine Zeit gekommen sein. Aber bis es soweit ist, können wir uns doch ein selbstgemachtes Essen teilen. Nicht? Halleluja. Praise the Lord. So, haben wir noch andere Waffen? Was haben wir noch? Keine Fernkampfwaffe? Naja, Fernkampfwaffen haben wir schon, aber haben wir noch keine? Ach klar, da haben wir es doch. Kurzjagdgewehr. Wo wir erstmal markieren. So. Da haben wir es doch. Müssen wir gleich nur mal überarbeiten. So, Halleluja, der Typ ist weg. Jetzt können wir hier lesen. Weiter geht's mit der Quest. Hör dir den Eintrag des Tagebuchs auf, suche in Delberts Haus nach Trainingsanweisungen. Okay, das wird wahrscheinlich hier Kochbuch für Hausmannskost sein. War es das? Nee. Freiwilligentraining? Ja. Einfaches Überlebens-Rib-A-Steak. Zubereitung. Fleisch von einer der Kühen aus der Umgebung besorgen. Okay. Aufs Feuer werfen, bis kein Saft mehr austritt. Bis kein Saft mehr austritt? Das klingt für mich eher nach verbrannter Schuhsohle, wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Ich denke mal, nach dem postapokalyptischen Fallout hier in diesem Spiel hat man keine andere Chance. Verdorbenes Fleisch, nee, das können wir nicht verwenden. Na, hier kann man jetzt definitiv keinen Schleichbonus. So, das Fleisch haben wir definitiv besorgt. Brahminfleisch, Brahminleder, Dankeschön, por favor. Was habe ich mit meinem por favor? Ich weiß es nicht. Habe ich irgendwo mal gehört und es für gut befunden und da habe ich es mir einfach eingesagt. Hat nichts gekostet, wisst ihr? So. Auf geht's zum Kochen. Kochen im Ödland. Alle Nahrungs... wo haben wir das denn? Da haben wir Rib-A-Steak. Machen wir direkt mehrfach. Was habe ich denn da? Ah, okay. Fantastischer Opossumfleisch. Biep, 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 biep. Habe ich sonst noch was? Nein. Melonensaft. Melonensaft. Lecker Melonensaft. Ich liebe den Saft aus Melonen. Am besten, wenn es zwei sind. So, aber Melonensaft will ich jetzt nicht vorbereiten. Was haben wir denn noch? Melonensaft pflanzen, Heilung. Okay. Melde dich beim Selbstbedienungskiosk, dann wollen wir das doch machen. Hast du dich bewegt? Putze, steh nicht auf, bleib liegen. Training abschließen. Aktualisiere Freiwilligenstatus in der Responder-Datenbank. Abgeschlossen. Glückwunsch, Freiwillige. Gewähre Zugang zur Responder-Datenbank. Abgeschlossen. Nimm über die Datenbank mit den Respondern Kontakt auf. Na, dann wollen wir das machen.
Wenn man hier länger in Flatwoods ist, muss man aufpassen, dass man nicht diesen Akzent aufnimmt. Diesen Mh-Akzent. Könnte irgendwann nervig sein. Die Aufseherin hatte gesagt, dass mehr Leute kommen würden. Schön, sie kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen. Freiwilligen Bot. So. Hey, Freiwilliger, wenn Sie Vorräte brauchen, ist Bob. Bob. Sie da. Das scheint soweit ja bestens. Laufen, Freiwilliger. Und ja, der quatscht jetzt die ganze Zeit nonstop, solange ich hier Sachen kaufe oder verkaufe. Vegetarischer Schinken, ja. Eine plus 30% auf Haltbarkeit von Fusionskernen. Nee, brauche ich nicht. Ich habe ja keinen Fusionskern. Verkaufen. Wein. Oh, ich brauche Wein. Zuckerbums. So, dankeschön für den hochinteressanten Einkauf. Gegenstände verwerten. Na, viel war es ja nicht gewesen. So, wir wollten mit der Responder-Datenbank Kontakt aufnehmen. Responder-Datenbank. Anmeldung, bitteschön. Responder-Datenbank, Konto auswählen. Gast oder Freiwilliger? Nehmen wir natürlich Freiwilliger. Notfall-Responder-Hauptquartier kontaktieren. Verbindung wird hergestellt. Abgeschlossen. Nachrichten erhalten. Eine wird angezeigt. Dringende Mitteilung. Eine große Meute von Verbrannten hat sich in Bewegung gesetzt und könnte in Richtung unserer Hauptbasis am Flughafen Morgantown unterwegs sein. Alle Mitarbeiter müssen sich umgehend beim Hauptquartier einfinden. Bringen Sie Waffen oder und medizinische Vorräte mit. Maria Chavez. Verbindung abgebrochen. Okay. Gesperrte Nachrichten. Ah. Probleme mit dem Kiosk. Gucken wir mal, was gab es denn da für Probleme? Freiwilligentraining. An alle Überlebenden von Responder Ben Ami. Mittlerweile sollten alle gehört haben, was mit Casey und den zwei jungen Überlebenden passiert ist, die aus Sutton kamen. Das war ein tragischer Vorfall, der sich nicht in Worte fassen lässt. Aber er wusste es einfach nicht besser. Und sie vertrauten ihm. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, dass alle Freiwilligen zunächst als Anwärter anfangen müssen, denen wir das nötige Grundwissen vermitteln. Dinge wie Nahrungsmittelsicherheit und ähnliches. Casey ist in die Berge gegangen, um den Kopf frei zu bekommen. Wir versuchten es, ihm auszureden, aber er blieb stur. Hoffentlich kommt er bald wieder zurück. Okay, da hat irgendwas, ist irgendwas passiert. Selbstbedienungskiosk. Wieder von Responder Ben Ami. Der neue Kiosk sollte uns helfen, wenn weitere Freiwillige zu uns kommen. In letzter Zeit sind viele Überlebende zu schwer verletzt, um sich selbst zu helfen, geschweige denn anderen. Der Kiosk wird für sie ein Zeichen sein, dass bald jemand kommt, der sich um sie kümmert. Wir brauchen solche Symbole der Hoffnung. Oh ja, Symbole sind sehr starke Hoffnungsträger. Probleme mit dem Kiosk, ja, das ging ja schnell. An alle Überlebenden von Responder Ben Ami. Mit dem Selbstbedienungskiosk gibt es wohl ein paar Probleme. Die Nachrichten des Tages scheint sich stündlich zu ändern. Und jedes Mal, wenn ich einen neuen Freiwilligen hinzufüge, wird entweder das Profil nicht gespeichert oder die Informationen werden nicht an das Verwaltungsterminal übertragen. Ja, traut niemals der scheiß Robco-Software. Die ist genauso gut wie unsere Mini-Weich-Software. Vielleicht noch besser. Interviews. Wieder von Responder Ben Ami. Wir sind die überlebenden Leute. Wir lernen, wie man hier draußen besteht und wir müssen dieses Wissen bewahren und weitergeben. Ihr wisst, wie man aus Tierfellen Kleidung macht? Ihr könnt eine essbare Beere von einer giftigen unterscheiden? Dann sagt es uns, damit wir das Gelernte mit dem Rest der Welt teilen können. Willkommen.
Wieder von Ben Ami. Willkommen, liebe Responder und Freiwillige. Danke, dass ihr mit uns zusammenarbeitet. Wie ihr wisst, versuchen wir, den Zustrom neuer Überlebender zu bewältigen, die unsere Hilfe brauchen. Dank des neuen freiwilligen Programms können wir uns auf medizinische Versorgung konzentrieren, während sich die Freiwilligen um einfache Überlebensaufgaben kümmern. Außerdem sammeln wir Daten für die Responder-Datenbank, die uns eines Tages beim Wiederaufbau unserer großen Nation in Appalachia helfen wird. Bitte denkt daran, bei Gelegenheit eure Daten beizusteuern. Und das war's. Jetzt wissen wir auf jeden Fall eine ganze Menge mehr über die Responder. Nachschlag abgeschlossen. Darauf muss ich erstmal eintrinken. Hoch die Becher. Hui! Stufe 6. Du hast ein ungeöffnetes Skill-Paket. Möchtest du es öffnen? Ja! Perks. Apotheker. Einbrecher. Eisenfaust. Erste Hilfe. Wie nennt man den Tag, an dem man Wäsche und Staubsaugen erledigt? Ruhetag. Haha, jetzt fehlt nur noch Drums. So. Okay, das nehmen wir definitiv schon mal. Oh, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen, Entschuldigung. Stimpaks stellen 15% mehr verlorene Gesundheit wieder her. Hört sich gut an, nehmen wir direkt mal. So. Ja, das sieht doch schon recht gut aus. Ich denke, das können wir so lassen. Oh, das Event ist schon wieder aktiv. So. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Gucken wir mal, trinken wir erstmal ein Stückchen. Ich denke, den haben wir schon da vorne. So geht das. Nur die Frage war jetzt, war er das jetzt gewesen oder war ich das jetzt?
brauchen wir da vorne? Nee, wir müssen jetzt in die andere Richtung. Töte Mr. Farmhand, okay, jetzt müssen wir in die Basis. Wir kennen das Event ja bereits, haben wir ja schon mal mitgemacht. Und warum mache ich jetzt einfach nochmal mit? Ganz einfach, weil diese Events massiv XP geben. Und Fallout 76 ist trotz allem noch ein MMO, auch wenn man es nicht glauben mag. Aber man bekommt dafür Punkte und man bekommt nicht zu knapp Punkte. Steht davor und schießt da eben. Leute, das interessiert mich nicht. Ich muss da rein. Und ich denke, jetzt, wo wir Flatwoods mehr oder minder abgeschlossen haben, können wir uns ja auf jeden Fall daran machen. Wo bin ich eigentlich? Toll. Ich stehe davor und schieße daneben. Meine Fresse. Wo bin ich hier denn? Jetzt hat er wieder die scheiß Faust nur ausgerüstet. Leute, euch ist schon bewusst, dass das Event vorbei ist? Ja? Willkommen auf der Vorfahrt. Hey, wieder 10 Roboter zerstört. Hussa, hussa, hey. Da scheint noch ein Bug zu existieren, dass man immer noch das einmal zumindest manuell ausrüsten muss. Und erst dann kann man hin und her schalten mit dem Knöpfchen. Da war es über die Tastatur natürlich leichter gewesen, ist klar. Aber im Großen und Ganzen spielt sich das Spiel über den Controller doch wesentlich angenehmer, muss ich ehrlich sagen. Mit der Tastatur eiert man, so ist es zumindest mein Eindruck, wesentlich mehr herum. Ah, was ist denn hier los? Ah, Jack, nicht verzagen, Liskana fragen. So. Gut. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier wieder zu diesem Funkturm. Ach was, weißt du was? Wir gehen erstmal hier ins Lager der Aufseher. Brauche ich ja gar nicht. Brauche ich ja gar nicht. Da hätte ich beinahe einen Fehler gemacht.
Denn wir müssen ja im Grunde nur hoch zur Tankstelle und durch die Tankstelle werden wir dann die Möglichkeit haben, unsere Sachen einzulagern. Gucken, sind die Ghule auch wieder da? Ja, die Ghule sind da. Schlafen. Schlafende Ghule. Ghule, schlaft ruhig ein. Das kommt man nicht bis nach hinten. Nee, okay. So, wir wollten noch in die Tankstelle rein, weil dort gibt es ja einen. Du bist zu. Okay, das habe ich schon fast vermutet. So, 50er, 44er Munition brauchen wir definitiv nicht. 45er Munition auch nicht. 10er schon gar nicht. Und die Fusionszellen brauchen wir auch nicht. Und schon haben wir auf jeden Fall ein bisschen Platz geschaffen und unsere Waffen. So, das, wir dürfen aber auch nicht vergessen, wir hatten da noch Notizen, Jagdgewehr und Bastelwerkbank. Wunderhübsch. So, ich denke, das Rezept haben wir schon. Berghaxen haben wir schon gelernt, ja. Braucht man nicht nochmal lernen? Warum habe ich das da in diese Truhe reingetan, fragt ihr euch sicherlich. Kann denn da kein anderer drauf zugreifen? Nein, auf diese blauen Vault-Tec-Truhen kann nur der Spieler jeweils zugreifen. Das heißt, selbst wenn ein anderer Spieler auf diese Truhe zugreift, wird er sein Inventar sehen, aber nicht mein Inventar. Das habe ich mehrfach ausprobiert. Mittlerweile bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das nicht geht. Und so kann ich meine Sachen da reinlegen. Ebenso sind diese blauen Truhen mit eurer eigenen Truhe verbunden, sobald ihr eure Basis gebaut habt. So, das dürfte reichen. Gucken wir mal. Wann lerne ich, dass an dieser Stelle das verdammte Stimpack liegt? Verdammt nochmal. So. Ja, da haben wir definitiv mehr als genug jetzt. Wir wollten. In welche Richtung wollten wir denn? Ja, wir wollten jetzt nicht in die Richtung, wir wollten hier noch erkundigen, weil hier ist noch eine ganze Menge, was wir noch nicht erkundet haben.
Schade, dass man nicht die gesamte Karte überblicken kann. Das hier, dieses rote, ist übrigens das Gebiet, wenn ihr wirklich 50 bis 100 seid. Wer meinen Guide zu Fallout 76 gesehen hat, wird wissen, dass ihr maximal Stufe 100 erreichen könnt. So, es rennt mal wieder. Regentropfen, die auf mein Haupt mir tropfen. Ihr seht also, wir können lockerlässig Stufe 6 erreichen, indem wir uns einfach nur in Flatwoods rumtreiben. Und ja, in dem Spiel ist es natürlich extrem wichtig, da es ja nicht wie die üblichen Fallout-Spiele sind, dass man tatsächlich jedes Holoband sich anguckt, er gesagt anhört, jeden Zettel durchliest, weil neben den Robotern sind das eure Hinweis- bzw. Questgeber. Daher, wenn ihr selbst Fallout 76 spielen solltet, was ich natürlich hoffe, ja, weil das Spiel ist es definitiv wert, gekauft zu werden, lest um Gottes Willen die ganzen Zettel, die ihr finden könnt. Hört euch die Holotapes an, die ihr finden könnt. Egal, ob es 5 Minuten dauert, nehmt euch die Zeit. Selbst wenn eure Freunde, mit denen ihr eventuell zusammenspielen solltet, hey, komm, Alter, lest nicht so viel, mach hinne, scheiß drauf, ganz im Ernst, scheiß drauf, weil dadurch bekommt ihr die ganzen Quests überhaupt erst, warum juckt mir jetzt die Nase, zugänglich gemacht. Oh, da sind Hunde, da wollen wir nicht hin. Jetzt juckt mir die verdammte scheiß Nase. Ah, macht nichts, morgen geht's wieder zum Barbier. Barbier hier, Barbier hier. Gibt ja nichts Schöneres, wenn mir eine schöne Frau den Bart rasiert. Wenn ich das richtig höre, ist ein Hund. Aber ich habe mich anscheinend verhört. Responder-Protektor. Okay, der greift mich nicht an. Der greift mich an. Vorsicht. Wen du hast zuerst erschossen? Dem ist es aus dem Gewehr gekrochen. Haha. Okay, eine tote Herde voll mit Brahmins und da scheint ein Opossum sein. Ein Opossum ist es. Was dieses kleine Opossum hat, all die Brahmins hier getötet? Unbelievable. Aber anscheinend tatsächlich so. Monster-Opossum. Mutiertes Monster-Opossum. Achtung, Falling Rocks. Sieht doch alles stabil aus. Waren seine letzten Worte. Er wurde von einem Steinchen erschlagen. Von einem Kieselsteinchen. Sammelholz, 50 Stück. Ist das ein Responder oder ist das ein... Wenn ich jetzt schon mal mein Ziel fällt... Nee, ist ein Responder. Aber das Zielfernrohr steht mir noch nicht zur Verfügung, aber das wird auch später kommen. Das ist überhaupt kein Problem. Kein Grund zur Sorge. Die Responder sind hier, um ihnen zu helfen. Schön, die Responder sind aber tot, du Blechschädel, du Blecheimer, du Verdammter. Das war ich nicht gewesen.
Feinde im Überfluss. Heute habe ich auf Twitter gelesen und ich muss ehrlich zugeben, ich habe dabei einen Lachanfall bekommen. Und zwar kennt ihr ja den sogenannten Metascore, wonach Spiele ja beurteilt werden. So, und der Metascore hat angeblich ermittelt, dass Fallout 76 lediglich 2,9% der Spieler zufriedenstellen würde. Also ein unglaublich schlechter Metascore für dieses Spiel. Das Problem ist, dass jeder, den ich kenne und der Fallout 76 spielt, von dem Spiel absolut begeistert ist. Ich verstehe also nicht so recht, wie dieser miserable Metascore zustande gekommen ist, weil er entspricht meines Erachtens nach absolut nicht der Wahrheit. Aber man kennt das ja, man sieht es ja immer wieder, dass irgendwelche sogenannte Experten ein Spiel wirklich zerreißen, genauso wie sie es mit Videos und Filmen und was weiß ich nicht allem machen. So, aber von Tuten und Blasen im wahrsten Sinne des Wortes keine Ahnung haben, aber sich Experten nennen. Eine Fresse. Ich will mein Ziel verändert haben, dann wird das einfacher. So. Moment, stand da gerade Scorched? Das ist nämlich der englische Name. Tatsächlich, Scorched. Das ist der englische Name für Verbrannte. Gucken, steht das hier auch in Englisch? Wenn ich Holz finde, da vorne ist ja Holz. Nö, Baumstamm sammeln. Okay. Jedenfalls zurück zu diesem Metascore. Leute, vertraut auf euer eigenes Urteil. Lasst euch nicht von solchen Metascores leiten. Guckt euch das Spiel an, probiert es zur Not aus. Es gibt ja, soweit ich weiß, sogenannte Freundesschlüssel, also Friend Keys. So, probiert dieses Spiel auf jeden Fall aus, wenn ihr Fallout mögt. Ja, es ist anders als Fallout 3, 4 oder auch 1, 2. Wobei 3 und 4 ja auch anders waren als 1 und 2. Probiert es auf jeden Fall aus. Wie gesagt, ich wurde nicht von Bethesda gekauft, um das zu sagen, das ist meine eigene persönliche Spielerfahrung und meine ganz persönliche Meinung. Manu? Na komm, du hässliches Ding. Wo ist der andere hin? Den ich gerade erschossen habe? Ach, da liegt er ja. Granate. Stealth Boy MK3. Wow, Wahnsinn. Zuckerwassen müssen. So, sitzt hier noch jemand? Oh, nee. Oh, Oi de Paris. Oh, Smelle Wufine. Oh, eine Babyrassel, wie süß. Wo ist das Baby? Hat das auch im Schrank gesteckt? So.
So, und wovor ich euch warnen möchte, legt euch niemals in Betten, die auf dem Boden liegen. Warum nicht? Ganz einfach, die verbreiten Krankheiten. Also sprich, dass ihr euch eine Krankheit einfangt, ist recht groß. Oh, da wurde wieder Gebiet ausspähen. Ja, das machen wir doch direkt mal. Ihr habt die Drohne da gerade wegfliegen sehen. Diese Drohne bedeutet, dass irgendwo wieder ein Überlebenspaket abgeliefert wurde. Und auf dieses Überlebenspaket hat natürlich jeder Zugriff. Das ist eure Möglichkeit, an zusätzliches Material zu kommen, wenn ihr es denn brauchen solltet. So, wir haben jetzt eine ganze Menge Orte gefunden. Du hast 8 neue Orte auf deiner Karte identifiziert. So, und ihr seht, sie sind hier grau. Die Bergflusshütten, da laufen wir gleich als nächstes hin, nachdem wir hier alles abgesammelt, die abgeworfenen Vorräte ein. Ja, da laufen wir als erstes hin. Die einsame Hütte. Hier Slocum Joe's. Oder hier New River George Brücke. Aber erstmal laufen wir hier hin. So, denn wir wollen diese Materialien hier haben. Nur wir müssen auch aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen, denn es gibt Fallschaden. Und den gilt es natürlich zu vermeiden. Die Höhe ist nicht bedenklich, das ist egal. So, 51 Meter. Ist da richtig? Ja, aber dann müsste ich wieder runter. Nee, machen wir später. Laufen wir gleich dran vorbei. Erstmal geht's hier in die Hütte. Deiner Gabel, okay. Komm zu uns zurück, lesen. Erstmal kratzen. Scooter, ich musste nach dir suchen, aber ich konnte Cheswick einfach nicht mitnehmen. Ich wollte nicht riskieren, dass er verletzt wird. Ich habe ihn oben in dem Bauernhaus zurückgelassen, das wir nördlich von hier gefunden haben. Seht ihr wieder einen Questhinweis? Ich dachte, du wärst vielleicht noch hier, aber ich konnte dich nicht finden. Okay. Na gut, spielen wir eine Runde akustische Gitarre. Warum? Ganz einfach, weil es einen Buff gibt. Mm, yeah, baby. Yeah. Mm, yeah, ich hab den Blues in mir. Yeah, baby. Oh, es geht mir so dreckig, Baby. Aber du machst meine Welt locker flockig rosé. Hm. Lass uns den Blues feiern. Na komm, Buff. Da ist er. Du bist in guter Stimmung. Und ihr habt jetzt sicherlich von meinem Möchtegern-Gesang Ohrenschmerzen. Ja. Ja, da sehen wir den Rauch schon leuchten. Hm, das könnte haarig werden. Probieren wir es aus. Immer schön vom Vorsprung. Ja, von Vorsprung zu Vorsprung klappt. Braucht man gar keine läppische Powerrüstung. Das geht auch so. Mit der Powerrüstung hätten wir den Weg direkt nehmen können. Oh, ein Fuchs. Nee, ist der süß. Hopp, das sind meine Sachen. Oh, Präzisionsschützen, Jagdgewehr. Das hört sich doch, das hört sich so an, als ob was... Ja.
Zwar kein gutes Visier, aber immerhin ein Visier. Besser als gar nichts. Hat sich gelohnt. Jetzt können wir oben weiter erkunden. Nee, den Gut müssen wir ja nicht umhauen. Na nü. Was qualmt denn da? Ist das vielleicht die Drohne? Ja, das geht doch gleich viel besser von der Hand. Auch wenn mir das Rohr ein bisschen kurz vorkommt, aber okay. Feld. Bauplan Fallensteller Torso. Eine Rüstung. So, das war das Haus, wo wir gerade schon mal dran waren gewesen. Aber die hatten auch eine Werksstation. Und hier ist irgendwo ein Gegner. Ah, da. So, du greifst mich nicht an. Rüstungswerkbank. Okay, modifizieren, bitteschön. Vielleicht können wir unsere Rüstung hier aufwerten. Aber wir können sie reparieren. Gegenstände verwerten, haben wir irgendwas? Machen wir es einfach mal. Hat sich gelohnt. Fernglas. Okay. Behalten wir mal, vielleicht können wir es irgendwo für gebrauchen. So, das hat auf jeden Fall einen sehr langen. Ja, und das ist ein kurzer Lauf. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, warum mir das so kurz vorkam. Es ist tatsächlich kürzer. So, aber in die Richtung müssen wir noch erkunden, denn da waren wir noch nicht gewesen. Oh, da ist eine. Entschuldigung, Schluck auf. Da denkt eine schöne Frau an mich und küsst einen anderen, deswegen habe ich jetzt Schluck auf. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah, Protectons und Mr. Handys. Mehrere Protectons und Mr. Handys. Okay, trinken wir erstmal eine Kleinigkeit. Alkohol versuche ich zu vermeiden. Dadurch geht zwar die Tragekapazität für eine gewisse Zeit hoch, aber allerdings wird man relativ schnell von dem Zeug abhängig.
Unsichtbar für 90 Sekunden. Aber anscheinend habe ich keine Cola dabei. Oh, die schießen sogar durch die Hügelkuppe anscheinend. Scheiße, Reichweite zu kurz. Wo sind sie hin? Definitiv zu weit. Aber es hat geklappt. Er war doch nicht so weit gewesen. Und so, meine Freunde, spielt man einen Stelzer. Die sind wahrscheinlich da in dem Gebäude drin. Bam, 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 bam. Ja. Geht auch so. Da wollte ich jetzt mal einen auf stylisch machen und mal eben zur Machete wechseln. Hat sich was. So, wo ist der Mr. Handy hin? Lösen sich extrem schnell auf, diese Viecher. Ne, da hinten liegt er. Hab ich so eine Reichweite erzielt? Wahnsinn. Stimpak, Psycho. Oh, hat sich gelohnt. Notfallmanagement-Systemübertragungsterminal benutzen. Notfallmanagement. Wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Dienststelle der Nationalen Katastrophenhilfe, um Unterstützung zu erhalten. Hinweis. Bei einem Notfall können autorisierte Nutzer, wenn weder Holobänder, zur Anforderung eines Vorratsabwurfs verwenden, um sich mit dem automatischen NKH-System zu verbinden. Übertragungstechnik Technik des verbrannten Aufspürsystems. Zugriff aufs WAS-Netzwerk.
Kommunikationsverbindung online. Rover Reparationseinheit ist im Standby. Klingt ganz nach einer Quest, wenn ihr mich fragt. Allerdings erst eine, die noch höchstwahrscheinlich so ein Event, dass man das sporadisch aktiv wird. Na? Keine Tür? Keine Tür. Okay, Mülltonne. Mülltonne ist gut. Hirnpilze? Ja, mehr Hirn! Mehr Hirn! Und hinterher kann ich beigehen wie Frankenstein und rufen, es lebt! So. Ja, liebe Freunde, und mit diesem Ausblick auf West Virginia, auf Appalachia, verabschiede ich mich jetzt erstmal für diese Runde. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ja, wenn dem so ist, unterstützt mich und meinen Kanal. Denkt dran, Support ist kein Mord. Ich freue mich über jeden Like, Kommentar und natürlich erst recht über jedes Abo, das mich der lang ersehnten 2000er-Marke langsam aber sicher herbringt. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin mehr als überrascht und ich danke jedem meiner Zuschauer für die Unterstützung. Ja, und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt unterwegs in West Virginia in Fallout 76. Haltet die Ohren steif, schaut vorbei. Bis später denn. Ciao, ciao.